Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher und endlich funktioniert das Spiel wieder. Ich hatte hier echt arg Probleme. Ich habe nämlich immer eine Mission versucht, die wo wir jetzt hingehen, aber zum Glück hatte ich ja vorher gespeichert. Und jetzt werden wir diese wieder angehen. Ich muss mal runter hier. Ich habe auch ein bisschen an der Grafik gefeilt. Ich habe das Nvidia HaWorks oder wie das heißt ausgemacht, weil ich habe auch wirklich das Gefühl, es läuft wirklich flüssiger dadurch. Und das ist ja nur ein Vorteil für uns oder nicht nur für uns, für mich. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte. Mir ist nämlich jetzt gerade mal aufgefallen. Ja, ich weiß. Danke. Das wollte ich ja gar nicht. Meditieren wollte ich. Weil. Wir haben kaum Leben. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Leben. Sauber, jetzt ist es voll. Und wir reiten jetzt zu der Mission. Ich kann euch jetzt auch genau sagen, welche. Ich hatte nämlich, wollte nämlich anfangen, die hier zu machen. So eine Nebenquest wollte ich mal machen. Weil wir sollen ja so einen Typen suchen. Wir haben ja diese eine Quest, wo steht. Komm. So, die Weißen. Nein, der nicht. Wir hatten eine Nebenquest. Und das ist diese hier. Und die war... Die war nämlich hier. Und hier werden wir uns hinbegeben. So, wie gesagt, das Einzige, was ich schon gemacht hatte, war hingeritten. Also ich bin hingeritten. Und ja, dann ist mir auf einmal die Aufnahme abgekackt. Dann dachte ich, ja gut, ist ja nicht so schlimm, machst du nochmal. Dann, zweiter Versuch, genau das gleiche. Und deswegen dachte ich mir, fangen wir das jetzt nochmal an. Da ich ja gesehen habe, dass ich ja zum Glück, hatte ich einen Speicherstand manuell gemacht. Deswegen kann ich mit euch das jetzt alles machen und ihr verpasst nichts. Das ist doch schön. Reiten wir hier windeseile durchs Land. Komm, Hühorsi. Schöne Gegend. Wunderschön. Ah, es läuft echt. Also, falls Leute das auch zocken und sie aus Zufall mal hier reinschneiden oder gucken, dann empfehle ich euch wirklich, macht mal das Nvidia Hairwork aus. Ich glaube, es gibt jetzt auch seit neuestem, die haben es ja überarbeitet, ne? Also ich bin der Meinung, dass das sieht man jetzt, vorher gab es nur an und aus und jetzt gibt es nur Geralt. Muss ich mal ausprobieren, das werde ich aber dann im Offline-Screen ausprobieren. Also ich werde jetzt meine Aufnahme nicht verhucken wegen, verhunzen, wegen weil. Und los geht's, jetzt sind wir schon mal hier bei dem Typen. Hey Meister, lang nicht gesehen. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Oh. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Dem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Hatte sich das Schlachtfeld schon angesehen? Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Guter Hund. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Das ist schön. Dann helfe ich dir jetzt. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Das weiß er. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Oh, check. So, das Einzige, was ich jetzt schon gemacht hatte, war hinreiten. Aber mehr auch noch nicht. Weil ich mir dachte, einfach nachdem es dann wieder abgekackt ist, dass ich einfach nicht weitermache, dass ich erstmal rausfinden will, an was es liegt. Weil ich will euch ja nichts voranhalten, weil das ist auch scheiße, ich kenne das selber, weißt du, man guckt sich eine Folge an und dann fehlt was, das ist nicht gut. Ich habe auch überlegt, ich werde demnächst mal Alien Isolation weiterzocken, weil damit hatte ich ja auch ein paar Probleme gehabt. Deswegen habe ich es im Endeffekt nicht weitergespielt. Aber, da ich das ja jetzt hier auch in den Griff gekriegt habe, denke ich mal höchstwahrscheinlich, dass das auch
hinhauen wird. So, wo ist denn der Typ? Ach, da kommt wahrscheinlich angerannt. Okay, hier auf dem Schlachtfeld müssen wir uns wahrscheinlich umsehen. Ich guck mal. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Können wir schon mal ein bisschen looten. Das hatte ich mir schon angeguckt. Nur da gibt man... Ich bin auch so ein Sammler, weißt du? Wenn da was liegt, muss ich es einfach mitnehmen. Das ist das Problem. Ich kann es nicht einfach liegen lassen. Es tut mir leid, also wenn das jetzt ein bisschen dauern wird, gleich. Deswegen loote ich schon mal, bis der Typ da ist. Mit seinem Bau. Hier, du steckst da aber komisch. Das kann nicht gesund sein. Schwerter. Cool. Außerdem brauchen wir Kohle zum Verkaufen. Ich werde jetzt auch demnächst mal die Alchemie betreiben. Dass wir mal ein paar Heiltränke und so rankommen. Kann ja nicht schaden. Da. Ich höre Doggy. Da ist er. Und du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Natürlich. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Okay. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Check. So, Ziele werden hier manchmal als Gebiet angezeigt. Bla bla bla. Ich verstehe auch nicht, warum ab und an die Tooltips nochmal angezeigt werden. Ich meine, ist klar, ne? Es tut mir leid, ich weiß, wir suchen eigentlich einen anderen, aber ich will so viel wie möglich mitnehmen. Weil wir haben noch diese coole Rüstung durch meinen Zusatz, aber dafür muss ich die Kohle erstmal zusammenkriegen. Hier ist doch ein Schild, oder? Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber... Könnte er das sein? Ich. Bastian war groß und breitschultrig. Er hier kommt mir kleiner vor. Vielleicht liegt das im Feuer. Das könnte sein, ne? Wenn er verbrannt ist. Quest. Er hat ihn. Husar hat seine Fährte. Komm! Ja, ich. Nein, warum rennt ihr denn jetzt? Okay, da drüben sind so Hardcore-Viecher. Wir wollen die Quest mal machen. Hinterher! Folgende Spuren des Hundes. Da ist er. Hey. Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird. Das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Hä, das ist ein schwarzer und ein blauer. Aufhören! Du bringst mich um! Meine Rippen, das Lachen schmerzt! Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Tja. Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Aua. Er hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Was geht's? Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Oh Mann. Und wenn sie ihn bei uns finden... Dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Aber nee, das kann ich nicht. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Ja. Das ist ja leider so. Ich meine, wenn die gehängt werden, dann haue ich die ganzen Soldaten aus dem Leben später. Und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Na, danke für das Geld. 25 Erfahrungspunkte. Wow, das ist ja ein Ding.
Ich meine, ey, ohne Scheiß, hättet ihr ihn zurückgelassen? Ich meine, wenn man es so sieht, sind es ja auch nur Männer, die ihre Befehle folgen, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, jeder hat so seine Heimat, für die er kämpfen will. Deswegen, also ich für meinen Teil konnte ihn jetzt einfach nicht, hey, Doggy. Ich konnte ihn jetzt einfach nicht liegen lassen. Ich weiß nicht, das wäre falsch. Aber das ist halt meine Ansicht. Wie seht ihr das? Muss mal aufs Schlachtfeld da hinten. Weil hier liegen überall Soldaten. Wir können noch ein bisschen looten für Geld. Was war das denn? Fragt ihn je. Achso, ja, das war die Quest, die wir eigentlich gemacht hatten. Die Geräusche sind auch so schön. Ich weiß halt nur nicht, ob wir gegen diese Viecher ankommen, oder? Die hier so fleuchten und kräuten. Zack, zack, zack. Bringt mir vielleicht ein bisschen Geld für uns. Oder Baumaterial, ne? Aber erstmal Kohle. Wir brauchen eine neue Rizzi. Können sie zwar noch nicht tragen, aber wenn ich sie schon mal kaufen kann, wäre das ja. Das wäre ja schon fein. Hier stinkt's. Vermute ich. Kann man nicht vorstellen, dass es hier nach Blumen riecht. Nach alten Blumen. Ist schon cool, wie die ganzen Schwerter hier überall stecken, aber keine Leichen mehr da sind. Wahrscheinlich wurden die alle mitgenommen. Oder gefressen von den Viechern. Da steht noch einer. Der sieht nicht gut aus. Meister, geht's dir gut? Okay, ich glaube, wir kriegen hier nicht mehr raus. Jetzt nehme ich zurück. Oh, sind das viele. Das muss schon barbarisch gewesen sein früher. Ich weiß ja jetzt nicht, Hexerzeit, das ist mir schon klar. Sowas, man wird nie wissen, ob es das sowas wirklich gab, sowas nicht. Aber da wir ja wissen, dass alle Magier und so weiter nur Illusionisten sind, und ich denke mal, dass sowas wie Hexer damals, oder Hexen, wie man es auch immer schimpfen will, die hatten es halt voll drauf mit Chemie. Chemie und Physik. Und deswegen waren sie halt, haben die meisten Menschen sie wohl als, was ist denn da hinten? Seht ihr das? Als überlegen gesehen. Das waren einfach Männer, die ein bisschen mehr Verständnis hatten als andere. Ich denke mal eher, dass das so. Oh oh. So. Komm, Pferd. Wo bist du? Warum kommt mein Pferd denn von da? Nicht getroffen. Ah. Oh, du blödes Pferd. Was ist mit dir nur los? Zack. Na komm schon. Uff, Feuer. Brennt in der Hölle, Mistvieh. Was ist los? Haut ihr ab oder was? Du bist schon ein bisschen du Ghoul. Hau mir mein Pferd runter, aber ich habe auch nicht getroffen, ne? Selber schuld. Also. Beweg dich. So. Ich brauche diese Augen, diese Scheuklappen für meinen Horsey. Komm her, Mistvieh, stirb! Das Feuer in dein Gesicht, zack, und jetzt brenn! Sauber, Ghoulblut! So, warum ist das andere Vieh liegen lassen? Da ist noch eins. Ah, seht ihr, hier sind noch ein paar Wasserflaschen und so. Da war auch so ein Stein. Ich gehe gleich ran, keine Angst, ich hab's nicht verplant. Hier liegt ein Buch. Kann man das lesen? Nein, leider nicht. Leider nicht! Da ist ein Dorf oder sowas, seht ihr das?
Mal vorgehen wir mal. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Der täuscht. Yes. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du ein Kertes, ein Samen oder die Bombe der Tanzenden. Begib dich in der Nähe und drücke E, um es hochzujagen. Du hast nicht die richtige Bombe. Halte E gedrückt zum Interagieren, das machen wir. So einen Fertigkeitspunkt erhalten. Das ist doch schön. So, wie können wir jetzt die. Falsche Taste, sorry. So. Alchemie müssen wir, ne? Alchemie, Defektion, Bestarium. Nein. Alchemie. Wir brauchen. Was stand da? Sowas brauchen wir. Dafür brauchen wir etwas, was wir nicht haben. Salpeter. Obwohl, Salpeter müssten wir doch auch so kaufen können, oder? 10% Geisteröl, Honig. Nein. Und wir brauchen. Dann müssten die Bomben wahrscheinlich hier sein. Stumpfe Armbrustbomben? Nein. Oder die Bomben kann man kaufen. Das wäre natürlich. So, wo ist Horsey? Komm her, Honey. Tut mir leid, ich muss sie. Wir müssen alles looten, was geht. Ghoulblut. Los, Plötze. Plötze mit der Klötze. So, wir sind hier. Hier neben uns war ein Dorf, aber das ist nicht aufgezeichnet, oder? Da? Obwohl, warte mal, das ist der Übergang dahin. Hier unten waren auch noch Viecher. Naja. Nebenquest, sammel sie alle. In ihrem Fall hatte Geralt seinen Namen, die Meister. Achso, das ist nur den Kahn. Ja gut, jetzt hatten wir empfohlen. Frage den Jäger. Jetzt gehen wir erstmal die Quest nach. Dafür müssen wir da lang. Los. Hühü. Jetzt mal ein Abelsaft in den Kopf. Abwärts. Uncool. Dann müssen wir doch hier lang. An der Hütte vorbei. Beweg dich. Und hier lang. Wo geht's hier lang, wenn wir hier lang abbiegen? Vier sind da. Da ist aber auch was. Da muss ich hinten nicht. Neugierig. Ja, ich weiß. Wir machen hier ein bisschen Schmuckraum gerade, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können hier schon mal hinreiten. Boah, das sind Deserteure. Die greifen mich ja sofort an. Was zur Hölle? Was ist mit euch los? Und execute. Mann, das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, wir können mit denen quatschen. Ne? Die haben mich ja sofort angegriffen. Also sind die Deserteure die Bösen, egal was man macht. Gut zu wissen. Da vorne ist auch sowas wie ein Lager, so wie es aussieht. Lager. Schwert. Schinken. Habe ich das richtig gelesen? Knirsch, knack. So, ich werde aber dann. Obwohl, warte mal. Ein paar Meters können wir noch laufen. Wie weit müssen wir da noch? Ach, das war schon das Fragezeichen. Okay. Komm mal her, Horsey. Wo ist mal Horsey? Ach, da. Ja, der Wind heult. Mit dem Geruch, der hier in der Luft liegt. Ein Wolf haben wir. Ah, hier ist noch eins. Und da haben wir das andere Vieh. Ich glaube, das war's. An the Wolf. Hundeteig. Und Meat. Mensch, übel Viecher hier. Die Viechers.
für meinen Kollege, die Viechers sind wie Viechers. Wenn er zuguckt, das tut mir leid, der musste einfach sein. So, mit der O. Ich markiere mir das jetzt mal, weil das dauert hier alles. Oh, ich mach mal so, damit wir da jetzt mal gescheit hinreiten können. Hier sind überall, hier sind aber Viecher, merkt ihr das? Irgendwie ist hier alles ein bisschen empty. Schneller. Hier ist nicht mehr viel Leben. Oh, was haben wir denn da? Da oben ist viel los. Das werden wir uns jetzt beim nächsten Mal angucken, Leute. Ich mache jetzt kurze Pause. Wir werden uns hier ausloggen, weil da ist auch ein Fragezeichen. In dem Sinne, ich verabschiede mich wieder mit einem Pferdeknutsch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Oh, du bist so schön, Horsey.